Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Das mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden, sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Das habe ich ganz vergessen. Was wollte ich sagen? Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3, genau. So. Zeichen. Rüstungsschmelze, aktuelle Stufe. Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Igni, Art. Was haben wir denn noch so? Ich meine, die Sachen habe ich halt alle nicht drin. Das ist halt das Problem. Was ist das? Rüstungsschmelze habe ich noch drin, okay. Hm. Feuersturm. Bewirkt einen kontinuierlichen Feuersturm. Erhöht die Intensität des Zeichens um 5%. Erhöht die Chance, Verbrennen zu bewirken, auf 20%. Axi. Diese Fähigkeit gehört zu deinen Kernfähigkeiten und ist immer aktiv, verhexelt dein Gegner. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während der Axi wirkt. Die Intensität von Axi in Dialogen erhöht sich. Vielleicht mache ich das mal, dann kann ich halt in Dialogen bestimmte Sachen machen. Die Rüstungsschmelze ist eigentlich komplett Bums. Die kann ich auch rausnehmen. Was war das? Erhöht die maximale Vitalität um 500. Ja, das mache ich ganz gerne, dass meine dass meine Energie regeneriert wird. Ich überlege, ja, ich glaube, ich nehme das. Marionette. Die Intensität von Aktiendialogen erhöht sich, ja genau. Dann nehme ich das rein. So, wir speichern nochmal. Ich bin ja echt mal gespannt, ob dieser Wladimir überhaupt Bock hat, am Ende dieser Nacht wieder zu verschwinden. Also er wird ja wahrscheinlich wieder Blut geleckt haben. Wahrscheinlich kämpfen wir dagegen. Hey, Heda, hübscher. Trink doch mit uns. Trink mit uns. Schönen Damen schlage ich nie etwas ab. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Immer zweimal trinken, aber irgendwie hält es nicht wirklich lange an, dieses Besoffensein. Scheint auch nur noch ein Quest zu haben. Sind deine Arschhaare auch grau? Hä? Hat er noch keinen Spaß mit einer Frau? Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie... Okay, dann wollen wir mal gewinnen. Ich gehe mal davon aus, dass die ein relativ einfaches Deck haben. Nördliche Königreiche, da kann also alles drin sein. Verbrennen ist ganz gut. Ich denke, Soltan können wir wegnehmen. Ich glaube, ich werde Finte weggeben, weil haben wir jetzt nicht so die geilen Sachen drauf. Kriegen wir noch einen schönen Spion. Ich fange direkt mal an mit dem Spion. Können ruhig die Runde verlieren. Dann einfach die nächsten beiden gewinnen. Oh, er hat den blöden Elf. Und wir haben Verbrennen wieder gezogen. Sehr schön. Wir brauchen aber eigentlich irgendwas im... Also, dass wir wieder überleben können. Irgendwas Sinnvolles. Also, irgendwas Starkes. Kann ruhig zwei Sachen in den Friedhof packen. So, nach der Karte gebe ich es aber ab.
10, 11, okay. Ja, ich muss dann zwei Runden gewinnen. Ach stimmt, jetzt zieht er ja noch eine Karte. Ah, unangenehm. Mein Gegner passt, okay. Gut zu wissen. Richtig vielen geilen Scheiß habe ich zwar nicht mehr, aber ich denke, wenn wir den zwei verbrennen und dem Horn könnte das werden. Ah, Gegner hat halt deutlich mehr Karten als ich, sehe ich auch gerade. Schauen wir mal. Deutlich mehr Karten. Fuck! Ich glaube, das könnten wir verlieren. Scheiße, ich hätte erst Verbrennen ausspielen sollen. Oh, ich Idiot. Fuck. Scheiße. Ich dicker fetter Idiot. Ach, danke, er verbrennt sich gleich selber. Dann kann ich jetzt Verbrennen ausspielen. Wobei, ich habe ja auch noch Regen. Ah. Na, ich spiele erstmal den Regen aus. Oh, jetzt hat er zwei Karten mehr. Wir werden sowas verlieren. Okay, zerstört nur den Vierer, es geht noch. Komm, jetzt müssen wir eigentlich den Spion ziehen. War eigentlich sogar ziemlich gut, dass der Gegner den Spion kaputt gemacht hat. Und wir jetzt nochmal zwei Karten ziehen können. Vielen Dank. So, Gegner hat mit 7 jetzt das meiste auf dem Feld. Den kann ich aber auch damit kaputt machen. Schwierig. Oh Gott, sagt bitte die Kombo noch. Nein, zum Glück. Ach nee, Quatsch, die muss man ja nebeneinander legen. Stimmt. Achso, ich kann ja noch eine. Hier, das kann ich auch noch einsetzen. Oh, zwei Vierer vernichten, das wäre nicht schlecht. Drei Vierer vernichten ist natürlich noch besser. Ach ne, jetzt zerstöre ich nur zwei Achter. Ich überlege gerade. Wenn ich jetzt Verbrenner ausspiele, werden die zwei Achter kaputt gemacht und ich meinen Sieber. Ich muss Verbrenner ausspielen. Ach, klirrende Kälte, na toll. Das ist ziemlich scheiße. Das ist ziemlich zu sehr. Zu sehr? Ganz sehr sogar. Scheiße. Ich habe auch das Horn, ich kann immer und das noch verdoppeln. Und deine Belagerungseinheiten bringen halt zum Glück nichts. Okay, ich denke, ich gewinn's doch. Ja! Ach nee, Quatsch, ich habe ja gepasst. Oh, ich dachte, mein Gegner hat aufgegeben. Shit, shit. Da hat nichts, komm. Na also, nice. Frage, wer da als letzte Karte gehabt hat. Aber egal, es war wieder knapp, aber gewonnen. Du bist geliefert, Kumpel. Ha, Eselsohren auf die Eselsbirne. Oh, schade. Ich hatte dich schon mit den Ohren gesehen. Das wäre ein interessanter Anblick gewesen. Ich sehe auch anderweitig interessant aus. Du würdest schon sehen. Ich denk drüber nach. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit! Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Wir haben noch gar nichts getrunken.
Was für ein Spaß, dieses Quint. Weiter zum nächsten Vergnügen. Ich frage mich, ob er noch irgendwie Techtelmechtel hinbekommt. Hier rein. Fängt gleich wieder an zu... Okay. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh nur, Schein. Ich komme alleine zurecht. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Muss nicht sein? Und ob das sein muss? Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Doch seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht mir nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Schein. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht. Und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer. Da seid ihr alleine, trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stibitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, wird sonst kaum poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir waren darauf, dass ihr ein Paar seid und dass wir euch haben. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen.
Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Schade, Liebling. Ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Elverec, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl! Ah! Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert? Was hast du mit ihm gemacht? Das war zu hart. Danke, er wurde ein wenig anstrengend. Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Elverec wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Ich frage mich, ob er jetzt ihn zurück in die Krypta geschickt hat oder ob er ihn jetzt bei sich führt und quält. Keine Ahnung. Wir bleiben natürlich bei Shani. Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Kommt da jetzt... Das Haus des toten Mannes. Kommt da jetzt etwa...
der Zeitpunkt, wo wir uns mit Shani etwas vergnügen. Wir können sie ruhig als Freundin gewinnen. Ich meine, wir haben ja auch keine Triss mehr und gar nichts. Lies Shanis Eintrag im Tagebuch, um herauszufinden, was sie aufmuntert. Finde mit Hilfe deiner Hexensinne etwas, um Shani aufzumuntern. Na, Blumen wahrscheinlich, nichts zu saufen. Ein guter Tropfen wird ihre Stimmung heben. Ein ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Gehen. Ob die Idee gut ist? Vielleicht ist sie betrunken noch schwermütiger. Blumen müssen wir für die finden. Blumen! Betrunkener Hochzeits... Halt! Vogelbeere. Shani hat erwähnt, dass sie früher Halsketten aus Vogelbeeren gemacht hat. Hübsch, schätze ich. Aber wird sie das aufmuntern? Ich verzichte. Ich speichere erstmal und jetzt gucken wir uns noch das andere an. Ich will eigentlich nicht in ihrem Tagebuch lesen, es gehört sich einfach nicht. Vogelbeerschnaps. Shani liebt die Blumen. Vielleicht mag sie auch den Schnaps. Ein ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Ob die Idee gut ist? Vielleicht ist sie betrunken noch schwermütiger. Also wenn wir die Wahl zwischen den Bären haben und zweimal Schnaps, würde ich sagen, nehmen wir die Bären, oder waren da noch zwei andere Punkte, aber ich glaube, der eine Punkt im Haus ist zumindest ihr Tagebuch. Ich hoffe mal, dass es da drüben Blumen gibt. Also entweder Blumen oder... Sieht wie Kamille aus. Hübsch, schätze ich. Aber wird sie das aufmuntern? Boah, das ist schwer. Entweder die Blumen oder die Bären. Ich denke fast, die Bären. Ich nehme die Bären. Kamille, das ist irgendwie auch so arzneimäßig, oder? Also ich will sie ja nicht an ihre Arbeit erinnern. Ich pflücke ihr die Bären. Das seht ihr allerdings erst in der nächsten Folge, von daher liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal, tschüss.